Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einer neuen Folge Marvel's Avengers. Wir spielen jetzt wieder mal hier den guten Hulk und wir holen uns jetzt erstmal hier zwei Verbesserungen für ihn, denn wir haben zwei Fähigkeitspunkte gerade hier so zur Auswahl. So, zack. Zwei, was hier einmal genommen. Und dann schauen wir auch nochmal ganz kurz hier bei Ausrüstung kurz rein. So, ich würde sagen, wir tun hier bei allen was auch mal noch einen Boost mit draufhauen. So, zack. Und ansonsten passt es dann jetzt so, wie alles hier ist. Gut, wir können losgehen. Mit unserer Einheit hier. Oder eher gesagt, mit unserem Team. So, was haben wir denn da? Moment, eine Drohne. Jawohl, die eine ist erledigt. Sehr schön. Macht der eigentlich Schaden, dieser Rauch hier? Nein, der macht keinen Schaden. Okay, hätte sein können, dass ich dort nicht reingehen darf oder so. Gut. Erstmal jetzt schön hier weiter nach vorne vordringen. Und wir müssen das hochrangige Ziel jetzt hier finden. So, Moment. Einmal nochmal hier hoch. So, komm. Ja, ich muss hier rüber irgendwie. Oder? Komm. Nee, irgendwie klappt das nicht so ganz, wie ich es mir vorstelle mit dem Ding. Nehme ich doch lieber meinen normalen Sprung hier. Dann komme ich doch ein bisschen besser hoch. So. Ab. Und ab. Jawohl. Einmal hier die Geschütze ausschalten. Und hier sind ganz schön viele Geschütze jetzt. Muss man ja auch mal so erwähnen. Und auch so viele Wachen. Also hier gibt es auf jeden Fall ordentlich was an Gegenwehr. Das steht schon mal fest. So. Wir sind hier nach vorne. Roll mit euch. Aua. Aua, aua, aua. Lass uns mal lieber schnell vorrücken hier ein wenig. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall irgendwie ein bisschen gleich mal heilen. So, hier rüber. Und hier runter. Und Mann, oh Mann, ist diese Anlage gigantisch. Muss man ja schon mal so erwähnen. Und mich wundert es, dass wir bis jetzt noch keine einzige Kiste oder so hier irgendwo hatten. Naja, wahrscheinlich habe ich die jetzt Zeit, die Wachen übersehen. Auszuschalten. Es ist der Hulk. Lass ihn nicht rein. Wahrscheinlich habe ich die Banner jetzt schon übersehen. Das kann auch gut sein. Denn keine Sorge, ich hab dich. Durch diese ganze Gegenwehr hier, muss ich ganz klar sagen, habe ich gerade gar nicht so richtig die Chance dazu, mich mal ordentlich umzusehen. So, das große Ding hier ausschalten. Ja. Ja, das müssen wir eben lieber machen. Komm. Ja, los, geh kaputt. Schnell. Komm. Bam. Jawoll. Sehr schön. Komm schon. So, einmal hier hoch, würde ich sagen. Und dann ein paar Steine aus dem Kopf werfen. Von Herzen. So. Weg mit dir kurz. Jawohl. Und Mann, oh Mann, sind hier gerade viele Explosionen. Und wirklich richtig viele Explosionen gerade auch mit am Start und so weiter. Die ganzen Raketen und so weiter, die überall hier einschlagen noch mit. So, dieses blöde Ding hier muss langsam mal kaputt gehen. Ach, mein lieber Hulk, kannst du dich irgendwie diese Beine einfach von diesen Dingern rausreißen? So. Und weg mit der Schrottmühle hier. So, immer drauf jetzt noch auf diese kleinen Truppen hier. Mit dir, mein kleiner Roboter. So. Sehr gut. So langsam haben wir doch hier alles aufgeräumt. So langsam aber sicher. Jawohl. So, jetzt können wir hier rein. Kommt alle mit rein. So.
Wir haben uns vorgekämpft, auf jeden Fall. Abomination wurde hier erschaffen? Unwahrscheinlich. Aims Ressourcen waren winzig, als Abomination erstmals auftauchte. Er könnte aber hier verbessert worden sein. Nicht sehr tröstlich. Ja, das ist es wirklich nicht. Okay. Unsere eine Attacke ist wieder bereit. Das ist schon mal sehr gut. Das ist die Serverebene von Ames Gamma-Forschungsprogramm. So, weg mit euch hier. Sie sind drin. Lasst sie nicht zu den Servern. Suchen Sie eine Truhe mit Spezialressourcen in der Nähe. Ihr kommt zu den Servern. Ihr werdet euch uns nicht dran aufhalten. So, jetzt mit dem ganzen Zeug hier. So, bam. Na, wer ist alles? Verbündeter ist in der Nähe in Not und braucht ihre Hilfe. Ach, immer diese Leute, die unsere Hilfe brauchen. Ich bin fast enttäuscht, dass es vorbei ist. So, sie sind sicher. Thank you. Sehr gut. Dann leg mal los, Rio. Du bist jetzt sicher. Gut. Der Sohn wäre sicher. Das Terminal gewährt Zugriff auf das Gamma-Labor weiter vorne. Wow. Schnell. Zack. Weg mit dem ganzen Altmetall hier. So. Einmal hier rangehen. Hallo. Hulk, ich bin hier ran. Die Forschungsdaten liegen auf mehreren Servern zum Schutz bei Stromausfällen. Sie müssen alle zerstören, um weitere Experimente zu verhindern. Security, was ist da los? Ich habe überall Alarmmeldungen. Ich kläre das, Doktor. Alle Einheiten, haltet sie auf! Anscheinend ist Dr. Rappaccini auf sie aufmerksam geworden. Tja, soll er ruhig aufmerksam werden auf mich? Tja, letzten Endes werde ich trotzdem ihre Server hier überall zerstören. Dagegen werden sie trotzdem nichts machen können. Tut mir leid, ist aber die Tatsache so. Und ist wahr. Zack, weg mit dem ganzen Schrott hier. Komm, immer drauf auf die alten Kisten hier. Bam. So, Moment, die wollen es erstmal hier wissen ein wenig, merke ich gerade. So, zack. Jawohl. Jetzt weiter auf den Server drauf einprügeln, schnell. Jawohl. Sehr gut. So, komm nur ran. Hilfe. Hier ist eine ordentliche Gegenwehr. Zerstört. Hulk, du hättest in der Wüste bleiben sollen. In der Wüste ist es mir aber zu warm. Aua. Aua. Schnell, die Geschütze müssen aus der Qual weg. So, wo ist der letzte Server? Wir schauen gleich. Ich mache erstmal ein paar Feinde platt. So. Okay, da hinten ist der letzte. Schnell, wir müssen hier vor. Aber ganz schnell. So. Und jetzt immer schon drauf einprügeln hier. Auf den Server. Jawohl, über die Hälfte ist schon weg. Schnell, wir machen da jetzt schnell platt. Danach kümmern wir uns wieder um Feinde, oder? Obwohl, ja. Nee, Feinde machen uns platt.
müssen uns erstmal bestimmt die kümmern. Du könntest mich wenigstens ansehen, während du meine Arbeit zerstörst. Gib ihr, was sie will. Der Aufzug wurde entsperrt. Sie können nach unten in die Anlage fahren. Okay, alle Server sind platt gemacht. Ja, das war ganz schön anstrengend. Das muss ich ja schon mal so sagen. So, einmal hier rein. Und zum Glück sind diese Aufzüge immer schön groß. Ja, sonst würden wir nämlich gar nicht reinpassen. Anscheinend mag der große Monika auch nicht besonders. Ich habe kaum Daten über die gemeinsamen emotionalen Beziehungen von Dr. Banner und dem Hulk. Vielleicht ist er wie ein Bluthund, der böse Menschen einfach am Geruch erkennt. Ich weiß nicht, ob ihm dieser Vergleich gefallen würde. Mir egal. Okay, suchen wir Monika. Du bist wirklich so gutgläubig, oder? Moment, was? Schließ die Tür, beschützt das Forschungslabor! In der Nähe ihrer Position steht eine Truhe mit Spezialressourcen. Gut, diese Truhe besorgen wir uns, würde ich sagen. Wer weiß, was so Praktisches drin ist. So, wir müssen aber erstmal hier durch. Erstmal, wow, Hilfe, was machen die denn da jetzt? Die Roboter hier jagen sich selber hoch. Und dann kommt dieses Giftzeug raus. So, weg damit. Und jetzt gib mir die Kiste. Jawohl. Kiste haben wir. Sehr gut. Hier einmal das Zeug auch noch mitnehmen. So. Und hier wieder alles verlegen. Ja, was sind das denn für schicke Dinger hier drin? Okay, und hier haben wir jetzt einen großen Raum. Und da sehe ich auch so einen Roboter wieder, so einen größeren. Täterteam! Tötet den Hulk! Mit Vergnügen, Doktor! Okay, ich glaube, mehr oder weniger ist es eine Art Mini-Boss-Kampf. Macht Pause! So. Boah, Hilfe! Das war's gleich für uns. Ja, Hilfe, ich bin am Boden. Am besten, dass wir meine Fähigkeiten gleich ready werfen. So, komm, schnell Angriff jetzt. Ja, komm. Rauf, schnell. Ich brauche unbedingt Heilung. Jawohl, ein bisschen mehr Gesundheit. Oh. Ich brauche solche Kisten, wo sowas mit Gesundheit ist. Jawohl, hier haben wir seine. So, jetzt macht euch gefasst. Auf den. Jawoll! Ich habe ihn in der Hand. Wunderschön. Oh, wird es etwa heiß hier drin? Ja, es wird heiß hier drin. Diese Bedrohung wurde neutralisiert. So. Zerstören macht echt Laune!
Diese Gamma-Forschungseinrichtung ist jetzt dauerhaft außer Betrieb. Richte Bruce von mir aus, dass er das bereuen wird. Und zwar mit jeder Faser seines Körpers. Tja, das bezweifle ich. Die Avengers werden dich zu Fall bringen, Monika. Es ist nur eine Frage der Zeit. Sehr gut. Mission abgeschlossen. Jawohl. So muss das. Ja, die Mission hat auf jeden Fall Laune gemacht. Auch wenn ich sagen muss, die war schon etwas herausfordernd. Deswegen... Ja, an manchen Stellen musste ich mich schon sehr konzentrieren. Danke für deine Hilfe bei dieser Mission. Ich weiß, du bist kein Fan von Code Grün, aber um die Welt wieder ins Lot zu bringen, brauchen wir dich im Einsatz. Durch die Zerstörung von Monikas Gamma-Forschung können sie keine Armee von Abominations bauen, aber trotzdem wird Jarvis weiterhin Ausschau nach Gammastrahlen halten. Wenn sie noch ein Labor aufmacht, wirst du es zerstören. Ja, werde ich, wenn sie noch eins machen. Werde ich machen. Gut, diese Mission wäre dann damit jetzt geschafft. So, wir bewerten die mal hier mit 3. Warum nicht 5 Punkte? Ja, das hat einfach so mit dem Grund. An manchen Stellen weiß nicht. Na, fühlt sich doch noch nicht so ganz gut an. Aber ich meine, das ist noch eine Beta. Ne? Bis zur Vollversion wird ja auch der ein oder andere Fehler beseitigt sein. Ja? Aktuell haben wir zum Beispiel auch oftmals das Ding, manchmal sprechen die auch so Englisch, manchmal Deutsch so zwischen den Zeilen, aber das wird 100 Pro nach der Beta weg sein. Bin ich mir recht sicher eigentlich. So, was haben wir denn jetzt noch hier so? Joa, wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar Einsätze, die wir mal noch so machen könnten. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach so, Leute. Wir machen jetzt hier diese Folge Schluss. Ja? Und nächste Folge machen wir einfach nochmal irgend so eine Mission. Mal sehen, welche. Wir machen da einfach nochmal hier sowas. In diesem anderen Gebiet hier, würde ich sagen. Das war's dann damit an der Stelle jetzt erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es ein kleines bisschen gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht eine Bewertung da lassen würdet. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüssi.